Hallo und willkommen zur 24. Folge von The Zero Project 3. Ich habe hier ein bisschen Baumaterialien im Inventar, weil ich das, weil ich jetzt nicht aufgepasst habe, das ist sortieren. Ich habe hier mal so einen kleinen Weg hochgebaut, weil ich hier so ein bisschen schön bauen will. Ist nicht schön geworden, ist nicht fertig, nicht mal ansatzweise. So, was machen wir heute? Ja, weiß ich nicht. Na? Das ist gut. Ich habe wirklich viele Bauprojekte offscreen. Wir werden ein Inscriber Autocrafting machen, glaube ich. Das wäre wichtig. Fluix. Ja. Ich glaube, das wäre so das Wichtigste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dafür brauchen wir 5 Inscriber. Ich werde das jetzt versuchen, so simpel wie möglich zu bauen. Folgendes, falls ihr vielleicht Employed Lamagistics statt Energistics installiert habt, dann sind die Inscriber ja nicht mehr seitenabhängig und so. Die sind weiterhin seitenabhängig. Das bedeutet, wir müssen da jetzt ein bisschen logisch denken. Also etwas, was ich zumindest nicht kann. So, 20 Stück. Wir haben kein Fluix, aber das ist halt cool. Wir sehen halt, was uns fehlt, ne? Also Zertus. Nehmen wir mal 12. 12. Quarz. 12. Genau. So, dann wollen wir nochmal Fluix. 20 Stück. Und Start. So. Und dann craftet er das. Hier macht er ein bisschen Zertus Quarz klein. Hier ist er craften. Und dann Fluix. 20 Stück. So. Genau. Jetzt müssen wir die Inscriber drüber platzieren. Ja, hier gibt es nichts zum Locken. Und brauchen die Pressen. Einmal eine Calculation, einmal eine Silicon, einmal eine Engineering und einmal eine Logic. Dann kommt die Logic. Nee, zuerst kommt die Silicon, das ist immer die wichtigste. Nee, obwohl der kommt unten, kommt Logic. Dann kommt. Machen wir eine Engineering, dann eine Calculation und dann eine Silicon. Und dann brauchen wir ein paar Interface, welche wir eigentlich auch dem Autocrafting beibringen sollten. Flix. Also ihr seht, es gibt schon ein bisschen was, was man beibringen kann. Flix. Und welches brauchen wir? Zertus. Zertus. Aber den Core. Dann Quarz. Das wäre der Core. Ja gut, wir brauchen aber kurz die nicht, ne? So, die Cores. Dann Interface. Und dann war es das schon. Dann können wir sagen, Interface 4 Stück. Und sehen, was uns halt fehlt. Uns fehlen 2 Logic. Und Fluix Dust. Welches ich dachte, dass wir beigebracht haben. Haben wir aber nicht. Also Fluix Dust. So. Und jetzt Interface. Fehlen uns nur noch 2 Logic, ja. 1, 2. 2. Die haben sich ja, glaube ich, nicht mit dem Wireless-Strom verbinden lassen. Lass dich so ein Leadstone-Cable verbinden.
Capacitator, haben wir sowas noch? Wir haben noch eine. So. Zweimal Logic, bitte. Einmal, zweimal. Dann zweimal Silicon. Zweimal Redstone. Dann craft das und das und das, das, das. Also Interface 4 Stück. Dann können wir das wieder abreißen in die Interfaces. Wenn wir die jetzt als fetten Block dahin platzieren, liefern die automatisch Strom. Interface. 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Ja, die haben nicht alle Strom. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Was wird schon den neunten Channel verbauen? Neun. So bekommt es jetzt keinen Strom mehr. Das Thema Power. Die Scriber zählen auch nicht als Channel, oder? Okay, sieht so aus. Dann gibt es nur eine Möglichkeit, was wir machen können. Und das ist ein ME-Controller. Wird Zeit dafür. Ja. Nein! 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 Fluix. Ein Stück Start. Fluix. Einmal mit Sand. Engineering. Ja, denn ein Energy Receptor kann nicht so viele Channels tragen. Nur ein Controller kann pro Seite 32 tragen und ist halt gleichzeitig ja. Silicon. Ist halt gleichzeitig auch Multiblock, also man kann ihn größer bauen. Redstone. Und ich habe schon wieder keine Musik laufen. Na, muss ich wieder nachträglich reinschneiden. Ja. Seht ihr, ich denke auf alles auf. So, wie weit von dem Prozent her seid ihr? 27. Okay. So, Engineering-Prozessor. Skystone. 4. Naja, es muss gebraten werden. Brate das bitte schneller. So, 4-mal Skystone. Und dann benötigen wir noch die Teile, was bei 40% sind. Wir sind bei 10 Minuten. Wir machen jetzt noch einfach mal nochmal den Gaia-Boss. Ja, einfach weil Baum. Oh, das können.
Und bei Baum. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht ablosen, aber es sollte eigentlich klar gehen. Hinten steht ja noch unsere Fallen Canate, ne? So. Fallen Canates. Stehst du noch da? Ja. Hast du noch viel Mana? Nein. Oh, das sollte eigentlich schon reichen. So, und dann fällt mir auf, dass wir gar nicht machen können, weil wir kein, so, kein Terra-Stil haben. Dann haben wir noch Gaia. Dann haben wir noch ein Holz für ein Crafting-Table. So. Dein Haus. Mana Diamond. Okay, mach das mal schnell. Ja, ja, unser Shia LaBeouf. Und das müsste jetzt das letzte Mal sein, dann bekommen wir unser Terra-Stil. Womit wir uns ein Geistbild machen? Da ist es das Terra-Stil. Damit machen wir einen Geistbild. Und da beschweren wir uns den Ritual of the Gaia 2. Da da da. Da da da. Da da da. Komm runter. Ah ja, der portet sich ja direkt weg. So, Bossstufe erreicht. Mana genügend da. Warte mal, ein Wilder Skelettkopf. Ah, egal. Klauen wir gleich auf. Sehen wir gleich auf. Nein, jetzt. Nächster Zombie. Und das war's. Die ganzen Sachen, die halt liegen bleiben, ne? Okay, der Witherkopf ist nicht mehr da, aber das juckt mich nicht. Gunpowder brauchen wir eigentlich. Mana Powder brauchen wir eigentlich nicht. Gasbild, na klar. Das nein. Das nein. Ja, okay. 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 So, die wichtigen Sachen gesaved, Runen da rein, Rest hinten rein. Jetzt haben wir die Schallplatte haben wir auch bekommen, dann können wir uns die Musik dauerhaft anhören. Ja, was macht das? Critical Hits heals for a portion of damage dealt. Okay. Wieder was Neues für unseren Helm und Dice of the Fate. Okay, Eye of the Flügel wären vom Prinzip her nicht schlecht. Das wäre quasi, wir könnten das hier binden und könnten dann hier zurück. Das ist eigentlich wie das hier, nur halt stromlos, aber verwendet halt Mana. Naja, man kann es ja mal in Betracht ziehen. So, Pur Fluix und ein Engineering ergeben einen ME-Controller, welchen wir hier platzieren können. Und
jetzt mit einem Output versehen können. Und jetzt haben wir geupgradet im Mist-Team. Kein Energie-Septor mehr, keinen Mist mehr. Alles funktioniert, wie es soll. Jetzt müssten wir eigentlich in der Lage sein, das hier zu platzieren. Und das Interface, welches wo ist? Da. So, das sollte jetzt alles laufen. Dann kommt da unten Silicon rein. Ja, eine Silicon Press. So, passt mal auf. Also. Einmal Silicon, das nimmt der jetzt nicht automatisch raus. Also wir brauchen wahrscheinlich noch... Ja, okay, gut. Also wir bringen bei, dass ein Silicon ein Printed Silicon ist. Das kommt hier rein. Dann brauchen wir eigentlich Item Conduits. Und müssen einfach alles, was rauskommt, hier in irgendeinen Interface reinleiten. Das Problem ist, dass das jetzt nicht funktionieren wird, weil er das von rechts rausleiten muss, ne? Ne, okay, nimmt das sogar. Gut, dann können wir sagen, Silicon, das haben wir. Dann können wir sagen, ein Diamond ist, Engineering Diamond. Ein Diamond ist ein Printed, bla bla bla. Das kommt da rein. Ein Gold. Ja, die Prozessoren sind halt das Nervigste zu machen. Und wenn wir die halt automatisiert haben, dann kommt hier alles natürlich weg. Das wird alles dann an einer anderen Position aufgestellt. Das RME-System bleibt nicht hier hinten. Ich möchte das hier hinten nur mit einer... das kann man sich leisten, Pattern. Sagen wir 10 Stück. Kann man sich leisten. Pattern, sagen wir mal einfach 3. 4. Ja. Da haben wir Logic schon drin. Nee. So. Logic. Weil es ist halt wichtig, dass wir fürs ME-System die Sachen craften können. Ja, es ist einfach wichtig, dass wir die Armee-Sachen craften können, weil dann können wir das halt alles wunderbar automatisieren. Das passt dann auch. Calculation. So, in der Theorie, können wir jetzt die vier, ja, Hauptsachen craften. Und jetzt würden wir eigentlich noch ein Interface benötigen. Nicht einmal, doch. Ja, wohl außer er kann es mit einem Ruck reinlegen, was ich irgendwie schwer bezweifle, aber wir können es ja mal probieren. Lass uns mal hier so einen Inscriber nehmen, den hier hinstellen. Und jetzt mal sagen, dass... ja, was nehmen wir? Ein Engineering. Ein Engineering, ein Redstone und ein Silicon. Redstone... Engineering. Okay, tatsächlich geht es nur von vorne da auch zum Rausnehmen. Okay, so. Das ist einfach mir jetzt mal auf gut Glück probieren. Engineering. Brauchen wir, wenn wir nichts haben, ein Stück. Silicon haben wir nichts. Okay, jetzt aber. Wir brauchen genau ein Engineering-Prozessor. Craft.
Er craftet Silicon. Er craftet Dias. Und er legt das schon falsch rein. Weil er das halt seitlich reinlegt. Und das ist genau das, was ich befürchtet habe. Dass das nicht so leicht wird. Prozessor Export. Was craftest du? Achso. Logic. Achso, Core. Exporter. So, dann werden wir das jetzt mal so regeln, wie ich es sonst immer geregelt habe. Wir werden hier einen Scriber mit einem, Dingeskirchens da. Connector mit Fluix. Dingsbums wäre vielleicht so schöner. Welches von, das wäre schon mal falsch, weil es von der Seite rein muss. Also schlicht und ergreifend von hier kommt da schon mal Redstone rein. Genau. Dann ist eigentlich der Rest egal, ne? Dann kommt hier eine Chest hin. Ah, es ist halt echt blöd, ne? Also für Leute, die vielleicht wirklich überhaupt kein Verständnis haben hierfür. Also die überhaupt nicht verstehen, was ich hier baue und jetzt wirklich ein kompaktes, schönes System haben wollen. Wie sie das Ganze automatisieren können. Auf schönen, einfachen Weg. Dann empfehle ich das Video hier nicht zu gucken. So, wir müssen hier auf Insert bauen. Das muss alles disabled sein. Disabled. Disabled. Das wäre der Output. Der kommt auf braun. Dann wäre das hier oben auch wieder ein Insert. Und dann würden wir zwei Filter brauchen von Endio. Und würden dann sagen, unten wird gewitelistet nur Silicon. Whitelist Silicon. Und oben Blacklist Silicon. Und dann werden wir noch so ein Pattern für Ding haben, genau. So, und jetzt probieren wir das nochmal. Engineering. Genau, der craftet das. Dann müsste das bald da reinkommen, genau. Welches keinen Strom hat. Doch, nee, warte, wir müssen noch so eine Energy haben. Genau. So. Dann wird das Ganze hier gecraftet. Kommt raus. Und kommt ins System. Perfekt. Es sieht richtig hässlich aus. Aber es funktioniert. Silicon. Jetzt brauchen wir ein Silicon, ein Redstone und eine Logic. Wenn wir nicht haben.
Und das ergibt zusammen eine Logic. Passt auf. Da. Müsste gleich im System landen. Logic. Da. So, das ergibt eine Logic. Und dann noch eine Calculation. Perfekt, so, und da haben wir es. Das war jetzt wirklich ewig. Ja, das war jetzt nicht leicht. Aber wir können nun alle Prozessoren craften. Also wenn wir eine Logic brauchen, können wir die craften. Wenn wir eine Engineering brauchen, können wir die craften. Und ja, das war jetzt quasi das Wichtige. Und ja. Eigentlich wären wir nicht mal so weit weg, ne? Wir könnten da unten eine P2P-Leitung hier hochlegen. Na, ja, es ist irgendwo hier. Es wäre da hinten. Es müsste nicht mal, ich würde so sagen, so zwei Stacks Flux-Cable. Und da machen wir zwei P2P. Dann hätten wir hier oben 32 Channel. Dann könnte man das System tatsächlich schon nach hinten verlegen. Naja. Egal, sind wir jetzt mal froh, dass das Ganze mal funktioniert. Es war nicht leicht. Und es sieht auch kacke aus. Ja. 27 Minuten, Maschinen. Ja, so sieht das Ganze aus. Natürlich, ich werde es, wenn ich es umbaue, werde ich es vielleicht nochmal zeigen. Dann werden wir das alles schöner machen. Naja. Auf jeden Fall müssen wir jetzt... Ja, eigentlich nichts mehr tun. Das war es eigentlich schon für die heutige Folge, würde ich sagen. Aber als Abschluss würde ich sagen, machen wir noch einmal den Gaia Guardian Boss. Es gibt ja nicht mehr so viele Relikte, die wir uns holen können. Und ich möchte meinen Ring auf Odin unbedingt. Das haben wir ja schon. Spark ist hier. Ich möchte meinen Ring auf Odin unbedingt. Ja, deswegen werden wir uns unseren Ring auf Odin natürlich auch holen. Geil. Und Soundcraft würde ich eigentlich immer noch gerne weitermachen, aber ich muss jetzt mich darum kümmern, dass ich die Base hinten weiterbaue. Aber naja. Gut, ne? Lass mal es einfach mal still liegen. So, Terra Steel. Geil Spirit. Schlafen gehen. Und dann sollten wir eigentlich noch... ...den schnell aufladen, komm. Ja, immerhin ein bisschen was. So. Ach, du hast mein Wilder Skelett-Kopf. Mhm. Wie viel hast du noch drin? Nicht viel. So, das sollte reichen. Naja, auf ein neues. Gib mir, was ich will. Gib mir, was ich will. Ich will das. Und du gibst mir das, was ich will.
Ich bräuchte echt so ein Low-Fire-Resource-Pack, ne? So, gut, Gaia-Boss. Zeit für dich zu sterben. Okay, das war das Wichtige. Wie viel Gaia Spirit haben wir mittlerweile? 12. Gaia, 22. Okay. Ja, komm rein da. Das glaube ich haben wir schon drauf, aber. Also draufpacken. Ja! Ring auf Odin, Leute! Ring auf Odin! Ja! Ja, geil! Ring auf Odin. Okay, muss ich gleich einen neuen Screenshot machen, denn. Ach so. Das muss ich irgendwie hier mit reinpacken. So. So, perfekt. Ring auf Odin. Und was der Ring macht, ist. Ja, lesen wir uns einfach mal hier durch. Ja, vor dem. One of the three mystic rings of the Aesir, the Ring of Odin grants its wearer the vitality and resistance of the Elder God Odin, as well as the addition of 10 extra hearts of health. The Ring of Odin protects the wearer from various kinds of element damage, such as drowning, suffocation, fire or starvation. Ja, Soulbound, ne? Da sollte man eine Ivy draufpacken, auf jeden Fall, wenn wir den hier hinlegen. Ja. Bekommen wir eine zweite Herzensreihe drüber. Eigentlich ja nicht mal so wichtig, aber es ist einfach cool. Sag mir einfach nicht, für was man es braucht. Man braucht es für nichts, aber es ist einfach geil. Es ist einfach cool. Natürlich verlieren wir jetzt richtig Hunger, weil wir die Herzen nachgenerieren müssen. Also wir müssen jetzt kurz von ganz unten, deswegen einfach mal kurz ein bisschen sprinten, damit wir wieder schön Essen aufbauen können, schön gesättigt sind. Und da sind sie, unsere gelben Herzen. Ja, perfekt. Na? Bin ich zufrieden? Außer das könnten wir in der Theorie upgraden, was aber nicht geht, weil wir keine Gastränen haben, die wir aber machen können. Ja, dann machen wir das noch. Amulett. Nee, warte, wir wollen den Sash. Wir könnten die Sagen noch upgraden mal. Sash. Mana. Ich schmeiß mal 10 Stück durch. So. Besseres Sash. Lässt uns halt nochmal schneller laufen. Und, besseres Amulett. So, dann haben wir die Sachen, die wir upgraden könnten, geupgradet. Mit dem können wir halt jetzt nochmal einen Doppelsprung machen. Also, wir können ja ganz hoch springen. Ne? Also, wir springen so hoch, ohne irgendwas. So. Dann können wir einen Doppelsprung machen. Also, wir konnten das, konnten wir vorher. Und jetzt können wir ja das, das und nochmal. Ne? Also, wir könnten ohne Flügel, könnten wir jetzt echt hochkommen. Also, na, das ist schon. Es ist schon ein Känguru da. So.
Ja, Leute, gut, dann würde ich sagen, das war's für die heutige Folge von The Zero Project. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und weil ich's vermisst habe und weil es so lange her ist, mache ich mal den hier. Just keep